Hallo, ich werde jetzt Aufgabe 1a bearbeiten, und zwar die Vorstellung von Postman und Wireshark. So, ich sage erstmal ein bisschen was Allgemeines jeweils zu den beiden Tools und dann werde ich anhand einem Beispiel beide versuchen, parallel ein bisschen zu veranschaulichen. So, fangen wir doch mal an mit Wireshark. Wireshark ist ein Tool, um Netzwerkkommunikation zu überwachen. Das hier ist die Ansicht, wenn man Wireshark startet. Dann könnt ihr hier auswählen, was für Netzverbindungen ihr habt und seht hier einen Verlauf über die Aktivität. Meine aktive Netzwerkverbindung ist hier jetzt Ethernet 6. Ihr wählt dann hier das Netzwerk aus, das ihr überwachen wollt und bekommt hier dann einen Verlauf angezeigt, zum Beispiel genau das hier, was für Kommunikation gerade auf diesem Netzwerk stattfindet. Das ist ja erstmal ganz allgemein zu Wireshark. Und hier seht ihr Postman. Postman könnt ihr verwenden, um HTTP-Requests zu schicken. Hier eben seht ihr zum Beispiel dann die HTTP-Method und könnt hier eine URL eingeben. Aber allgemein Postman könnt ihr nutzen, um HTTP-Requests zu schicken. Es gibt noch andere Optionen, aber das, worauf wir jetzt hier eingehen, ist eben nur die HTTP-Requests. Und so, als Paket könnt ihr das verwenden, um einige netzwerkspezifische Sachen zu untersuchen. Fangen wir doch mal an mit Postman. Mit Postman könnt ihr eben für eine Webseite beziehungsweise auf eine Ressource im Netz zugreifen. Wir werden das jetzt demonstrieren an einem kleinen Webservice einfach. Was haben wir denn hier? Googeln. REST Service Online Test. Und zum Beispiel jetzt hier, diese Webseite stellt einfach nur Fake-Daten bereit. Und zwar zum Beispiel hier unter dieser Adresse. Gibt es eben verschiedene Ressourcen und zum Beispiel können wir jetzt unter dieser Adresse, die hier angegeben ist, können wir einen GET-Request abfeuern und bekommen dann Daten zurück. Genau. Und das kann dann nützlich sein, wenn wir zum Beispiel einen eigenen REST-Service schreiben und wir wollen den testen. Dann ein REST-Web-Service hat eben nicht unbedingt irgendwie eine schöne Webseite und UI, wo User Sachen anklicken können und das testen. Und bei Tests sollte auch grundsätzlich eigentlich getrennt werden zwischen der Funktionalität. Die kann man über Postman zum Beispiel testen, dass ein GET an dieser Adresse diese Daten zurückliefert. Und der Nutzeroberfläche, ob der Button tatsächlich diese Aktion auslöst, weil das können zwei verschiedene Fehlerfelder sein. Und deswegen sollten die auch getrennt getestet werden. Andere Anwendungsfälle sind natürlich, über eine UI ist solche Funktionalitäten testen viel langsamer, als wenn man die direkt per so mit einem Tool wie Postman abfeuern kann. Ansonsten beispielsweise Penetration Testing kann Postman praktisch sein, denn hier, wenn man eine UI hat, ganz klassisch mit einem HTML-Form zum Beispiel, dann könnte es sein, dass da ein JavaScript drauf ist, das die Daten, die man eingibt, validiert. Und das hatten wir in Aufgabe 2b zum Beispiel. Hat ja so etwas, dass hier mindestens drei Zeichen, also nach bestimmten Bedingungen validiert werden soll. Und ansonsten wird eben das Formular gar nicht an den Server abgesendet. Es könnten manche auf die Idee kommen, okay, dann, wenn ich hier eine Überprüfung habe, ob zum Beispiel keine SQL-Injection eingegeben wird als Werte, dann ist ja alles in Ordnung. Nein, ist es nicht. Das verhindert das auf Client-Seite, dass das abgeschickt wird, weil die Client-Webseite das nicht zulässt. Mit Postman könnt ihr die Sachen aber dann einfach manuell trotzdem reinwerfen. Funktionieren würde das zum Beispiel, indem ihr dann Body bei einem Post Sachen mitsendet. Wäre dann zum Beispiel hier Raw Text oder nee, hier JSON.
könntet ihr dann hier zum Beispiel eine nicht von dem JavaScript validierte Version mit hier dann irgendeinem Injection-Angriff versuchen. Das geht über die Oberfläche dann nicht, weil die Oberfläche das abblockt, aber hier mit Postman könnt ihr die Oberfläche quasi überbrücken, die Nutzeroberfläche überbrücken und direkt Sachen anfragen. So. Natürlich gibt es hier dann die unterschiedlichen Methoden für HTTP-Anfragen, verschiedene Werte für die Header, die ihr auswählen könnt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier, diese Seite bietet eben tatsächlich noch an, dass wir die To-Dos zum Beispiel auch so abrufen. Das wäre jetzt ein Abruf der To-Dos und mit To-Do Nummer 1 abrufen ist genau das, was wir hier drüben gemacht haben. Dann können wir hier ja in der Netzwerkanalyse sagen, ah, okay, das hier ist der Request, der gemacht wurde. Und wir können uns den schnappen aus dem Browser. Und wir können hier drüben, können wir bei den Button einmal groß machen, Bulk Edit. Genau, da wollen wir zum Beispiel die ganzen Header reinschmeißen. Der Teil hier ist kein Header. Gut. Und dann, zack, hier die ganzen Key-Value-Paare übertragen. Hier ein Postman-Token, okay. Dann könnt ihr so zum Beispiel auch eine Anfrage aus dem Web übertragen in euer Postman und dabei eben bestimmte Werte editieren. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel testen wollt, wie reagiert euer Webservice, wenn der Browser irgendwas mitsendet, was zum Beispiel wenn als Header zum Beispiel was mitkommt, was ein Browser gar nicht erzeugen kann, weil der Browser korrekt implementiert ist, dann könnte man zum Beispiel, oder hier zum Beispiel, wenn ein Date vorkommt, das, keine Ahnung, jetzt einfach nur im Jahre 21 liegt, dann ist das über einen normalen Browser jetzt nicht möglich, aber mit Postman könnt ihr so zum Beispiel Testdaten einwerfen. Ja, das wäre es jetzt im ersten Mal zu Postman. Dann schauen wir uns hier drüben mal Wireshark an. Wireshark ist wie gesagt zur Überwachung des Netzwerks und hier wird aller Datenverkehr über dieses Netzwerk aufgezeichnet. Wie ihr seht, ist hier auch einiges am Gange. Ja, gut, wir machen das jetzt mal wieder am Beispiel dieser selben Seite. Wir rufen das auf, stellen dann fest, hier drüben sollte irgendwo. Wo haben wir es? Oh, es ist eine HTTPS-Seite. Deswegen kriegen wir hier drüben nur verschlüsselte Daten. So etwas. HTTPS ist jetzt ja nicht gefordert in der Aufgabe. Aber das heißt, wir müssen uns eine HTTP-Seite suchen, die nicht verschlüsselt ist. Ihr seht, wenn ich jetzt hier navigiere, poppt immer mehr auf. Genauso wie hier unten. Schauen wir doch mal. Ah, da haben wir hier drüben, glaube ich, einen Button für HTTP. Genau, und das hier ist jetzt eine HTTP-Seite und schon könnt ihr sehen, hier drüben rattern die HTTP-Pages rein. Um das ein bisschen schöner zu machen, filtern wir jetzt mal nach diesem Protokoll und dieser Verbindung. Sagen mal, wir wollen diese IPv4-Verbindungen haben, das ist eben die zu dieser Webseite und da wird ein Haufen Kram abgefragt im Moment jetzt, was eben diese Seite auslöst. Und genau, hier können wir dann sehen, zum Beispiel, das ist eine GET-Abfrage von unserem Rechner an den Server. Das hier ist unsere IP, das hier ist die Server-IP und wir haben jetzt gefiltert, dass wir nur die Verbindung zwischen diesen beiden überwachen wollen. Genau, dann sagen wir mal, wir wollen auch noch nur das HTTP-Protokoll.
es jetzt nicht vorschlägt. So müssen wir es haben. Genau, dann aktualisieren wir das. Und jetzt haben wir hier die HTTP-Sachen. Das ist eben immer das GET von uns an den Server und vom Server dann die Antwort zurück mit dem HTTP-OK. Interessant ist das zum einen, um zu sehen, was für Daten werden tatsächlich übertragen. Eventuell sind hier kritische Daten übertragen worden, die wir aus sicherheitstechnischen Gründen nicht drin haben wollen. Bei der Virensuche kann das helfen, weil wenn man eben nicht nach einer bestimmten Adresse sucht, sondern es einfach so drauflaufen lässt, kann man eben alles sehen. Und wenn jetzt hier irgendwelcher Datenverkehr stattfindet, wo man sagt, eigentlich sollte da jetzt keiner stattfinden, und das sind auch keine Systemübertragungen, ist es zum Beispiel dann eine Überlegung, ist da irgendeine Malware am Laufen, die Daten überträgt. Aber im Normalfall kann man eben hier dann diese HTTP-Pakete untersuchen und so auch nochmal drauf kommen, ob irgendetwas mitgesendet wird, was wir nicht haben wollen. Gut, das war's von meiner Seite zu Wireshark und Postman. Ah, vielleicht was noch zu Wireshark zu sagen ist, es gibt zwei Modi, in denen Wireshark gestartet werden kann. Zum einen eben die eigene, die Überwachung des eigenen Netzwerks, der eigenen Netzwerkverbindung und der eigene Datenverkehr. Aber es gibt auch einen Promiscuous Mode, worüber der Datenverkehr des gesamten Netzwerks überwacht werden kann. Also auch Pakete analysiert werden, beziehungsweise hier angezeigt werden, die nicht an den eigenen Rechner gesendet sind. So kann zum Beispiel Betriebsspionage auch betrieben werden. Aber das kann auch helfen beim Debuggen von dem lokalen eigenen Netzwerk. Da sollte man nur eben aufpassen, dass man das nicht macht, wenn irgendjemand anderes im Netzwerk hängt, der nicht damit einverstanden ist. Das wäre dann illegal. Yep, genau. Hier in Postman könnt ihr nochmal sehen, alle Möglichkeiten, die ihr für einen normalen HTTP-Request auch habt, könnt ihr hier eben mit einer schönen UI einstellen. Per Bulk Edit könnt ihr hier auch Sachen angenehmer rein copy-pasten. So, das war es soweit von mir.